und herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch mit Alexandra König. Heute mit dem Thema, was macht Bedürftigkeit mit Tieren? Hallo Alexandra, ich freue mich, nochmal mit dir sprechen zu dürfen, weil wir hatten jetzt schon einige tolle Gespräche und und ich hoffe, dass wir mit den ganzen Botschaften, die wir so rausgegeben haben, viele Menschen erreichen konnten. Und ein Thema, was du auch immer wieder bei dir in der Schule erfährst, ist die Bedürftigkeit der Menschen bei den Tieren. Du hast da auch schon ein kurzes Video drüber gemacht, wie das bei den Tieren ankommt. Und ich habe jetzt so die Frage, die ich dir gerne stellen möchte: Wie wird einem Menschen bewusst, dass er sich seinem Tier gegenüber bedürftig verhält, beziehungsweise dass er die Nähe bei seinem Tier sucht? Ja, danke, dass du mich dazu befragst. Sage ich sehr gerne, was ich da auch erfahrungsgemäß oder was ich dazu sagen kann aus meiner langjährigen Arbeit mit Pferden und Menschen. Ja, die Bedürftigkeit ist jetzt an sich nichts Schlechtes. Ja, also das ist mir ganz wichtig, dass egal, was wir hier auch bearbeiten an Themen, ob das die Fürsorge ist, ob das die Bestimmtheit ist, die Dominanz, alles egal was. Ja, wir haben jetzt heute die Bedürftigkeit und es ist ganz normal, dass wir Menschen sind alle bedürftig. Auch die Tiere sind bedürftig. Ja, also das ist im Prinzip etwas, was dazugehört zu diesen alle, die sozial sind, alle, die miteinander Familien gründen, Herden, Gruppen und so weiter, wenn sie sind bedürftig. Und das Thema, wo es dann eben toxisch wird, ist letztendlich nur dann, wenn wir in einem großen Ungleichgewicht sind. Das heißt, dass wir selbst eben durch Traumata oder durch schlimme Erfahrungen oder Eigenisolation aus Angst vor Beziehungen dann in eine Bedürftigkeit reinrutschen, dass wir sagen, ich brauche jetzt ein Tier, damit ich nicht ganz alleine bin. Und dieses Tier muss das alles auffangen, was dem Menschen dann fehlt. Und das habe ich sehr oft bei Frauen, die sich Kinder wünschen und keine Kinder bekommen können, warum auch immer, oder sich nicht erlauben, weil sie nebenbei eine Karriere haben, die wichtiger war. Und dann aber die Seele so schreit, dass sie sagt, ich wünsche mir so sehr ein Kind, dass ich da, also gerade bei Pferden, bei Hunden ist es oft nicht ganz so schlimm. Also meine Erfahrung ist, Hunde geraten auch in eine Abhängigkeit rein, wo sie dann eben johlen und jaulen und leiden, wenn sie alleine sind, wenn der Mensch dann nicht da ist oder eben dann auch alle möglichen Krankheiten bekommen, weil diese Bindung so abhängig ist. Und bei Pferden ist es eher so, wenn du bei Pferden bedürftig bist, das sind Fluchttiere und die bieten dir das an, dass du sie kraulen kannst, kuscheln kannst, dass du das alles machen kannst, aber es geht ihnen nicht gut damit in dem Sinn, dass sie dann sehr übergriffig werden. Ein Pferd begibt sich da rein, dass es dich dann schiebt, drückt, beißt, weil es das selber gar nicht versteht, was da stattfindet. Stuten erfüllen dann oft ihren Menschen so eine Mutterrolle. Also das erfahre ich bei Männern oder auch bei Frauen, dass Stuten dann oftmals dich als Fohlen adoptieren und sagen, oh, du bist so bedürftig wie ein kleines Fohlen. Und das ist ja auch nichts anderes, weil der bedürftige Teil in uns ist dieses innere Kind, dieses kleine Kind, das diesen ganzen Mangel erlitten hat. Und das erfüllt dann eine Stute, die dann sagt, wenn sie dazu gemacht ist von ihrem Wesen, okay, du bist mein Fohlen, du darfst dir alles erlauben. Und dann funktioniert es auch bisweilen ganz gut und ich habe solche Beziehungen sehr, sehr oft erlebt, dass die Stuten dann eben damit gut zurechtkommen, weil die sagen, dann ist halt mein Frauchen mein Fohlen, ne? Oder meine beste Freundin, je nachdem, in welchem Gewicht es stattfindet. Oftmals haben diese Frauen dann aber Probleme, wenn sie von dem Pferd Leistung haben wollen. Das heißt, in dem Moment, wo du gleichzeitig dann mit dem Pferd Dressur oder was auch immer Lektionen abverlangst und mit dem Pferd ins Fordern kommst, ins Erzwingen, dann sagt Mama Stute, entschuldige mal, mein liebes Fohlen, du bist hier das Kind, nicht ich. Und ich schaffe dir an, was du machst, nicht du mir. Das geht so nicht. Da erreichen Stuten dann oft ihre Grenzen, wo es dann zu Widerständen kommt, wo sie die Ohren anlegen, beißen und treten oder sich losreißen und sagen, das darfst du nicht machen.
je nachdem, wie lieb und freundlich dann das Konzept des Menschen ist, des Bedürftigen, dementsprechend richtet sich die Stute danach zu handeln. Ne? Also das kann man dann ganz deutlich aus dem Pferd rauslesen. So, jetzt haben wir die Stute, die dann noch pfleglicher darauf reagiert, weil die eben auch Fohlen bekommt und damit gut umgehen kann. Fürsorge ist eine weibliche Eigenschaft, die einfach bei Stuten eben auch angesiedelt sein muss, um Kinder und Fohlen großzuziehen, so wie bei uns Frauen ja auch. Jetzt, wenn wir da an einen Wallach oder an einen Hengst geraten, mit dieser Bedürftigkeit, mit der gleichen, dann wird es richtig gefährlich, weil der Hengst oder der Wallach nimmt erstmal wieder unsere weibliche Energie wahr. Und das ist die Energie, die er kennt von seiner Mutter, die Fürsorgeenergie. Und wenn die jetzt sehr bedürftig ist, und der ist zum Beispiel vielleicht aber schon 10 Jahre, ja, lassen wir mal einen Hengst 10 Jahre sein, und jetzt kommst du und sagst, oh, du bist mein Schnucki, du bist so schön und du bist so toll, und oh, Schatzi, und dann bringe ich dir jeden Tag noch lauwarmes Wasser und ein Mesh, ich habe das alles erlebt. Ich hab, also das ist kein Einzelfall. Ich glaubte das. Das ist kein Einzelfall. Und bei jedem Hallo beißt der zu, und auf der anderen Seite wird er dann links und rechts angebunden, kriegt ein scharfes Gebiss ins Maul, soll geritten werden und macht natürlich mega Stress. Ne? Das heißt, für das Pferd wird es ein unheimlicher Stress. Und warum beißt das Pferd überhaupt? Warum fängt es dann an zu treten, zu schieben und all das zu machen? Weil der bedürftige Mensch natürlich seinen heiligen Raum nicht mehr schützt. Der lässt den da herein, weil, oh, hier will ich dich haben, hier bei mir. Ne? Und deswegen ist das, entschuldige, dass ich das immer so ein bisschen lustig nach, aber ich finde das super. Wir kommen nur weiter, wenn wir uns über uns selber lachen können. Ich finde das alles andere als ernst, weil ich bin ja da durchgegangen. Ich war so bedürftig, ich bin durch alle Höllen durch, und die Pferde haben mich gebissen und getreten und die haben mich gehasst, weil die gesagt haben, wenn du mir nicht gleich wieder eine Karotte hinterher schiebst, dann hau ich dir in die Fresse. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, die Pferde mögen mich einfach nicht, egal wie viel Karotten und Äpfel ich mitbringe, weil ich eine sehr, sehr große Bedürftigkeit hatte, die ungestillt durch meine ganze Kindheit und Jugend stattgefunden hat und über die ich nichts gewusst habe. Und die Energie, die strahle ich aus. Und mein Benehmen ist dementsprechend. Ich nehme mir alles von dem Pferd, was ich niemals bekommen habe. Das heißt, ich bin sehr übergriffig. Ich sehe das Pferd gar nicht in seinem Wesen, sondern ich sehe nur das Pferd, was es für mich sein kann. Und alles, was ich von dem Pferd möchte und was ich brauche, vor allem, weil ich so bedürftig bin, das schadet dem Pferd. Da brauchen wir gar nicht diskutieren drüber. Das schadet dem Pferd, weil es ja nicht seine Bedürfnisse sind, die ich erfülle, sondern meine. Und so, also du meinst jetzt wirklich so, wie das, schätze ich, bei sehr vielen Menschen ist, die schaffen sich ein Pferd an, weil die möchten jetzt gerne irgendwie, keine Ahnung, Dressur springen oder so. Also das heißt erstmal, dieser Bereich muss schon mal erfüllt werden, also eine Funktion, aber gleichzeitig muss es auch mein größtes Kuschelpartner. Ja, also man muss das, man darf nicht alle über einen Kamm scheren, ne? Du weißt, also ihr müsst da aufpassen. Ja, natürlich. Es ist ganz wichtig, das jeden Fall individuell zu behandeln. Und das sind aber oft diese Punkte, wenn wir gerade über diese Dinge sprechen, dass man sich eben was damit erfüllen will. Und sei es nur, ich kenne auch Menschen, die kaufen sich ein Pferd, damit sie endlich eine Clique finden. Damit sie einen Stall haben, wo sie jeden Tag hinfahren können, wo sie Leute kennenlernen und wo sie dann eigentlich das Pferd nur als Alibi haben, damit sie mit Leuten in Kontakt kommen. All diese Dinge finden statt. Das ist so. Und die können wir uns eben dann anschauen. Und dann gehen alle ausreiten, dann nimmst du dein Pferd mit und merkst, dass du mit deinem Pferd überhaupt nicht zurechtkommst und dass dein Pferd dich ablehnt oder sich gar nicht einfangen lässt, von der Wiese wegläuft von dir und nichts mit dir zu tun haben will. Jetzt erfährst du das Trauma schlechthin, was du ja deine ganze Kindheit oder was die Bedürftigkeit überhaupt ausgelöst hat, die Zurückweisung. Und das Pferd wird dich zurückweisen. Es wird dich entweder zurückweisen oder es wird ebenfalls übergriffig sein, so wie Hengste und Wallache, die dann anfangen, gefährlich zu werden. Und dann wiederum landen wir in dieser Gewaltspirale, dass wir Methoden und Techniken suchen, die immer härter werden müssen, um dieses Pferd wieder zum Schweigen zu bringen, damit sich das Pferd das gefallen lässt, was wir da alles wollen und was wir da alles reingeben. Aber das ist natürlich mal fürs Pferd sowieso ungesund, aber für uns noch viel ungesunder, dass wir solche Sachen machen. Und drum ist hier wieder Aufklärung so wichtig. Was treibe ich da überhaupt?
Ne? Und deswegen schaue ich mir dann auch immer Pferd-Mensch-Videos an. Das reicht oft 2 Minuten. 2 Minuten im Umgang, manchmal schon nach 4 Sekunden, stopp, drücke ich auf die Taste und sage, so, jetzt reden wir erstmal über die ersten 4 Sekunden. Und da liegt eine ganze Welt von uns drin vergraben. Und die müssen wir uns wieder angucken, wenn wir Friede finden wollen, wenn wir weg wollen von der Gewalt. Und das ist Gewalt. Gewalt, viele, fängt Gewalt erst an, wenn sie draufhauen oder wenn sie jemand unterdrücken. Nein, Gewalt fängt beim Pferd. Ich rede jetzt vom Pferd. Eigentlich schon an, wenn wir ein Pferd sehen, das wir nicht kennen, wir gehen hin und tatschen ihm sofort ins Gesicht und sagen, oh, du bist aber ein schönes Pferd. Ja, und machen das. Das ist schon für ein Pferd Gewalt, weil das Pferd gar nicht mehr die Möglichkeit hat, auf Distanz erstmal deine Energie auszulesen, deine innere Haltung zu scannen, damit zu gucken, will ich das nicht. Das Pferd wird quasi überrumpelt, angefasst und damit ist es raus aus dem Fühlen und aus dem Wahrnehmen. Also wir holen das Pferd in unsere Berührungswelt rein, weil wir das Bedürfnis haben, der schaut so kuschelig schön aus, den will ich gleich mal streicheln. Also wenn ich mit einem Pferd zusammengehe und ich weiß das alles, dass da schon die Gewalt beginnt fürs Pferd, weil das Pferd dermaßen überfordert und überrumpelt ist, dass es nicht anders kann, als da reinzugehen oder eben irgendeine Reaktion daraus zu fabrizieren, die schon eine Verhaltensstörung mit sich bringt. Also wenn ich Pferde kennenlerne und ich will mit denen sowieso gar keine Beziehung anfangen, dann fasse ich die gar nicht an. Die fasse ich nicht an. Also da bleibe ich auf Distanz, die schaue ich mir an und wenn das Pferd zu mir kommt und sagt, es will mich berühren, es will mich kennenlernen, dann muss ich ihm auch noch sagen, okay, aber außerhalb meines heiligen Raums lernen wir uns kennen. Dann muss ich auch wieder wissen, wie kommuniziere ich das? Und dann bin ich nicht bedürftig, aber wir wissen ja oft bei Menschen, da kommen die Pferde auf sie zu und die finden es dann so toll, dass das Pferd zu ihnen kommt. Die Freude, da kommt jemand zu mir, der interessiert sich für mich. Endlich interessiert sich jemand für mich. Ja? Also wir sind dann eben in dem, oh, und noch dazu so ein schöner. Und das ist jetzt mein Traumpferd, das will ich haben. Und dann denken wir, der erfüllt das alles, aber das kann er gar nicht. Das wird er nicht tun und die Ernüchterung wird ganz schnell stattfinden, dass wir da ganz viel Probleme bekommen, wenn wir so eine innere Haltung einem Pferd gegenüber haben. Und deswegen steckt da zur einen Seite, wenn wir es erkennen, wieder die Chance drin, uns damit zu beschäftigen und den Hinweis zu bekommen, dass uns das Pferd das ganz eiskalt ins Gesicht sagt. Und zur anderen Seite zu gucken, wo stehen wir da? Wollen wir das jetzt wissen oder sonst? Ansonsten müssen wir mit Sicherheit zu Methoden greifen, die dieses Verhalten unterdrücken, das über kurz oder lang dann kommen wird vom Pferd. Ne? Und das sieht oft nicht gut aus. Während der Hund wieder aus seiner Psychologie des Raubtieres, des sozialen Gruppentiers eher an uns klebt, ne? Und diese Bedürftigkeit erfüllt. Und es ist aber wichtig, also ich kann ja auch sagen, durch das, ich habe ja auch schon jetzt diese Themen hinter mir und habe schon 5 Hunde gehabt, ich bin jetzt schon 54, ja, also jeder Hund wird bei mir um die 12 oder 14 Jahre alt und in der Zeit, in der das mein Problem war, dass ich so bedürftig war, aber auch über alte Geschichten Missbrauch erfahren habe in der Kindheit und damit eben auch so eine Kaktusblüte um mich gewickelt habe, eigentlich soll mich keiner mehr anfassen. Mein Körper hat aber gesagt, wir sind aber bedürftig. Und dann habe ich in der Hundbeziehung mit denen, wo ich eben 2 Hunde hatte, 12 Jahre lang, wo ich das Thema noch gar nicht erkannt habe, die haben sich von mir nicht kuscheln lassen. Die haben mir das gezeigt, indem ich zwar hingehen konnte, die sind auch immer zu mir gekommen, die haben sich gefreut und die waren auch anhänglich und waren traurig, wenn ich nicht da war. Aber wenn ich die umarmen wollte, dann haben die... Und dann sind sie gleich wieder weggegangen. Und dann haben sie ein schlechtes Gewissen gehabt, so ungefähr, Frauli, war das jetzt schlecht, weil die meine Enttäuschung gemerkt haben. Und es war nicht möglich, diese Hunde mal mit ins Bett zu nehmen oder mit denen zu kuscheln. Nein, das ging nicht, weil ja gleichzeitig 2 toxische Energien bei mir gewirkt haben. Die Bedürftigkeit auf der einen Seite, die übergriffig war und gesagt hat, gebt ihr mir jetzt das, was mir fehlt. Und auf der anderen Seite die Angst, weil ich ja Übergriffigkeit und Missbrauch erfahren habe, du willst ja gar keine Nähe, du hast ja Angst davor. Und deswegen kuscheln wir mit dir auch nicht. Und bei Pferden habe ich es nur so gemerkt, zumindest bei Wallachen und Hengsten,
dass die sofort in meinen heiligen Raum reingegangen sind und meine Bedürftigkeit gemerkt haben und deswegen ständig bei mir gesagt haben, ich passe auf dich auf. Und das hat natürlich ziemlich gewaltsam ausgesehen. Die haben mich quasi adoptiert als Stute, als Frau, so, ey, auf dich passe ich auf. Und dann haben die angefangen in der Herde, das war auch sehr spannend. Ich hatte ein sehr dominantes Pferd, das zu mir kam. Das stand so ein Stück weit wie bei einer Familienaufstellung, ja, für den Missbrauch und für den dominanten Menschen, der in meinem Leben war. Und das war, hat die gleiche Rolle übernommen. Der wollte dann einen anderen von mir, wollte der töten, weil er gesagt hat, ich passe auf dich auf und ich bin für dich da, und hat mir das andere Pferd fast gekillt. Also das Pferd ist auch zum Killer geworden, weil es diese Schutzbedürftigkeit, das war ein Wallach, ein sehr starker, persönlichkeitsstarker Wallach, weil er diese Schutzbedürftigkeit bei mir festgestellt hat und diese Unterwürfigkeit und dass ich nicht in der Lage bin, für mich selber zu sorgen, und dass er dann diesen Job übernimmt und macht. Und damit wurde mir auch erst klar, dass ich das dann ja auch in dieser Zeit des Missbrauchs wahrscheinlich auch ausgestrahlt und angezogen habe und irgendein Mann diese Rolle übernommen hat, ganz einfach. Und die Pferde tun das eben auch. Und wiederum eine Stute, die ich mir dann, ja, da war ich schon ein bisschen auf meinem Entwicklungsweg, da habe ich mich schon 7, 8 Jahre damit beschäftigt, habe ich mir eine einjährige Andalusia-Stute, eine Wilde, geholt, die dann bei mir auch aufgewachsen ist. Und die wiederum war meine Freundin. Die hat sich zu meiner Freundin gemacht. Die hat nicht meine Mama gemacht, und da war auch kein Beißen und kein Quietschen. Durch das, dass mir das schon bewusst geworden ist und ich schon dementsprechend versucht habe, zu dieser Zeit, zu allem, was mir möglich war. Wir tun ja alle immer zu der Zeit das, was uns möglich ist, eben nicht mehr so bedürftig zu sein oder mir die Dinge für mich selber zu erfüllen, mich mehr um mich selber zu kümmern. Die hat sie mir auch wieder gespiegelt, sodass wir eine ganz tolle Freundschaft gefunden haben, weil sie gesagt hat, du bist wie eine Schwester, ja, also wir zwei, du kümmerst dich gut um dich und du sorgst für dich, und deswegen kann ich neben dir auch so sein. Und das war eine wunderschöne Freundschaft, die ich erfahren habe, weil ich die Freundschaft zu mir gesucht habe. Das heißt, ich habe wieder bei mir angefangen anzusetzen, mich erstmal um mich selber zu kümmern, um meine Bedürftigkeit zu erfüllen. Ich habe geschaut, dass ich Massagen bekomme für meinen Körper, weil der einfach ist. Ja, also musste ich gucken, lass mal damit arbeiten, geh in Shiatsu oder was auch immer, was du machst, ja, lass da mal hinschauen, löse die Meridiane, Akupunktur, geh in die Therme, geh zum Schwimmen, mach was für dich, tu was für dich. Damit musste ich anfangen, und dann hat die Stute gesagt, hey, du tust was für dich, das ist gut. Wir zwei könnten gute Leitstuten werden, wir teilen uns den Job. Und die ist ganz stark geworden und ganz super, und die ist auch heute Leitstute in meiner Herde, und die ist so stark, das ist unglaublich, so wie ich es für mich auch geschafft habe, so stark, wie ich bin. Und die Wallacher, die durfte ich damals alle auf Distanz halten und sagen, hey, hört's auf, ich kann auf mich selber aufpassen. Und zu dem dominanten Wallach, der mir fast die anderen umgebracht hätte, habe ich gesagt, du hörst sofort auf damit. Und der hat auch in kürzester Zeit dann gemerkt, hey, die darf ich ja gar nicht beschützen. Nein, du darfst mich nicht beschützen. Ich beschütze mich selber, das ist mein Job. Und das habe ich dann auch ausgestrahlt den Menschen gegenüber. Ihr braucht mich nicht beschützen und ihr müsst mir meine Bedürfnisse nicht erfüllen auf eure Art und Weise, was ja dann oft bei Männern so ist, die möchten dann Sex mit dir und du willst ganz was anderes, ja, kriegst du aber nicht. Das ist die Klux. Du kriegst das, was du nicht willst, weil du ja so eine Bedürftigkeit ausstrahlst, wo jeder Mann erstmal sagt, hey, die ist bedürftig. Klar, sorry, die hole ich mir in die Kiste. Und das sind so Dinge, wo ich alle lernen musste. Damit erreichst du dein Ziel nicht, Frau König. Du musst es dir selber erfüllen, du musst es selber finden, du musst deinen Körper lieben lernen, damit du diesen Kaktus los wirst. Und du musst eben auch anfangen, dich mit dir zu beschäftigen. Und dann wird alles gut, ne? Und dann kannst du mit dieser Bedürftigkeit erstmal anfangen zu arbeiten. Also ich kann nur sagen, jeder, der das fühlt, dass ihm das Pferd etwas erfüllt, der sollte sich das wert sein, bei sich selber zu gucken, warum ist da diese Bedürftigkeit? Ach Mensch, Alexandra, wie schön immer. Und ich kann mich immer wieder finden, weil es bei dem, was du so erzählst. Also es gibt da gar nichts für mich, ja, zu erfragen, oder ich denke mir so, okay, die Alexandra, die spricht so aus meinem Leben. Wahnsinn!
Ja, da sind wir uns ja ähnlich. Wir haben alle fast ähnliche Themen, also viele. Deswegen sind ja auch, wenn ich meine Videoanalysen, wir haben ja jetzt das Studium gemacht, ein halbes Jahr, Online-Studium, in dem wir eben 6 Menschen ausgelost haben von 300 Menschen mit ihren Videos, die ich dann wirklich genau analysiert habe und aufgezeigt habe. Wie musst du jetzt mit deinem Pferd umgehen und was spiegelt dein Pferd aus deinem Leben? Und das war unglaublich. Alle, die zugeschaut haben, wir haben 6 Teilnehmer und 350 und ich habe, glaube ich, 200 Feedbacks bekommen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir erkennen uns in jedem Fall wieder. Und das hat denen so geholfen. Deswegen ist es so wichtig, da sind wir alle gleich. Wir stammen ja aus dieser westlichen Kultur, haben die gleichen Probleme, haben die gleichen Generationen und die Traumata sind auch noch ähnlich. Nur jeder geht anders damit um. Aber eben, wir können uns damit so helfen, wenn wir einfach hingucken und schauen, okay, dir geht es nicht besser wie mir. Also gehen wir bitte verständnisvoll damit um und verurteilen den anderen nicht. Das ist ja das Allerwichtigste, dass wir, wenn wir uns mal verstanden haben, brauchen wir den anderen auch nicht mehr verurteilen und nicht über andere schimpfen, die sich noch dementsprechend verhalten. Ich muss mich mit denen nicht abgeben, wenn die noch sehr gewaltvoll sind und gar nicht hinschauen möchten. Aber die, die hinschauen möchten, die sind ja schon auf ihrem Weg. Da geht es nur noch um Empathie. Ganz genau. Ganz genau, Empathie. Das ist sehr, sehr wichtig und Pferde sind unglaublich empathisch. Also ich kann dir sagen, aber es hilft auch wieder für den Umgang nichts, wenn wir nur aus dem Pferd die Empathie rausnehmen. Ne? Mhm. Als ich ja damals in der Island-Pferdherde war, da war ich 9 Stunden, bin ich mit dieser wilden Herde über die Berge gezogen und nach 9 Stunden winkt, also ich war mit dem Kamerateam in Verbindung, Funkgerät. Und dann sagen die mir nach 9 Stunden, ich habe mich vergessen, ich habe mich verloren. Ich habe gedacht, ich bin zu Hause angekommen in dieser Herde, weil ich dann ja mit der ganzen Herde da schon so verwoben war. Und ich habe mich so wohl gefühlt, weil die mich so aufgenommen haben, als würde ich jetzt für immer dazugehören. Und nach 9 Stunden sagt die Produzentin, die Akkus sind leer, die Filme sind im Kasten, wir gehen heim. Und du kannst dir nicht vorstellen, was dann passiert ist. Mir hat es das Herz rausgerissen. Ich habe gedacht, ich muss jetzt sterben. Ich muss jetzt wieder heimgehen. Ich habe ja meine Pferde daheim vergessen fast und meine Tiere. Ich war in einer so tiefen Liebe mit dieser Herde und in so viel Natur in Island, ohne irgendwelchen anderen Energien. Das war so eine magische Energie da dort, dass ich dann so, ich bin am Ende, als ich mich von der letzten Stute verabschiedet habe, zusammengebrochen und habe geweint. Und dann kamen... Muss ich gleich wieder? Ja, weil das war so ein rührender Moment. Dann kamen wirklich die Stuten, die mich am Anfang abgecheckt haben, ob ich gefährlich bin oder ob sie mich in die Herde reinlassen. Und die haben sich nicht angreifen lassen, die ganze Zeit nicht. Das waren die Späherinnen und die waren nur dafür da, Wache zu halten, ob ich in diese Herde rein darf. Und dann kam eine, die am Anfang immer auf Distanz blieb und nur auf mich aufgepasst hat. Am Ende zu mir her und hat sich hingestellt und hat mich in der Backe berührt und hat gesagt... Ey, es ist okay, du musst gehen, du bist traurig, aber es ist okay. Und das war so ergreifend, dass die so empathisch waren zu mir, dass die mit mir gelitten haben, ne? Dass ich mir gedacht habe, um Gottes Willen. Jetzt sind wir beide irgendwie. Ja, aber so ist das Leben, verstehst du? Auch das ist, auch das bin ich, egal wie stark ich bin. Das ist Authentizität, da kann ich nichts anderes als weinen, weil das war so dramatisch für mich. Und dass diese Stuten sich um mich rumgestellt haben und gesagt haben, wir sind jetzt für dich da, auch wenn du gehst. Und puh, da habe ich gewusst, oh Mann, das ist ja unfassbar, was die spüren. Und ich habe mir vorher nie so viel Schwäche nicht erlaubt, sondern ich habe gar nicht gewusst, dass es so viel Traurigkeit und Schwäche in mir gibt. Das habe ich mir vorher nie erlaubt. Da habe ich das erste Mal einen Punkt in mir erfahren, dass ich mich 9 Stunden habe fallen lassen und dass ich mich, weil ich mich so anvertraut habe und fallen habe lassen, jetzt der Schmerz natürlich umso größer ist. Das ist genau die Klux gewesen und die Erfahrung für mich, haha, ja, wenn du so liebst und wenn du so in Verbindung gehst, dann kann auch die Trennung so schmerzhaft sein. Und erst dachte ich danach, nie wieder will ich sowas erleben, nie wieder. Aber nachdem ich mich nach ein paar Wochen beruhigt habe und zu Hause war, habe ich mir gedacht, ja, aber dann wird diese Erfahrung auch so nicht möglich sein, wenn wir dazu nicht in der Lage sind, den Schmerz der Trennung wieder auszuhalten. Und das hat mir wieder ein Stück weit geholfen und hat mir gezeigt, wie empathisch Pferde sind.
Und das darf man nicht ausnutzen oder ausbeuten, bin ich der Meinung, weil sie es ja dann für ihr sein. Die können da sein und empathisch sein und können dich unterstützen, aber trotzdem musst du raus und musst den Weg wieder zu dir finden. Ne? Selbstempathie ist da die Lösung. Ich habe dich irgendwie, gerade als du das erzählt hast und wo es mich dann auch wirklich so berührt hat, konnte ich mir halt so wirklich dieses Bild vorstellen und irgendwie hat es für mich wirklich sowas von die weißen Frauen um dich herum. Also, ja. So, das war irgendwie so ein Gefühl und das kam so stark hier an, ne? Ja. Das habe ich dann auch irgendwie direkt Tränen mitvergießen musste. Ja, Wahnsinn. Also ich glaube auch, dass wir uns noch viel mehr einlassen dürfen auf die Tiere und auf diese Weisheit, die uns wirklich geben können und diese Magie, die dann entstehen kann. Ne? Das ist wirklich magisch. Ne? Und gerade wir Frauen dürfen uns zusammenschließen und dürfen uns auch einfach gegenseitig helfen und diese Bedürftigkeit verständlich machen. Ne? Dass wir die alle haben, weil einfach die letzten Jahrtausende so viel schlimme Programme durch Familiengeschichten auch entstanden sind, durch die Not, die wir noch hatten, aber die ist jetzt vorbei. Natürlich ist jetzt wieder eine andere Not. Ne? Es ist ständig irgendeine Not, aber das wird nicht aufhören. Aber wir selber, uns geht es schon so gut, dass wir anfangen dürfen, da zu heilen. Und das ist jetzt auch die Zeit, wo wir alle heil werden. Und deswegen ist es wichtig, dass es so viele Menschen gibt, die darüber aufklären und darüber eben andere auch unterstützen. Also das wird alles wird gut. Alles ist gut. Ich sehe das genauso wie du. Also für mich gibt es auch nichts, lasst das alles draußen sehr laut schreien und toben, aber das ganz tiefe Gefühl in mir ist einfach, dass wir in eine ganz gute, wunderbare Zeit gehen werden und immer mehr halt bei uns sein werden mit Dingen, oder Dingen möchte ich nicht sagen, sondern halt uns wieder verbinden mit allem und ja, dass auch so uns die Kraft geben wird. Ja. Ja, Alexandra, in diesem Sinne, es war wunderschön mit dir. Ich danke dir sehr. Ich danke dir, ja, hat mir Spaß gemacht, war schön. Ich hoffe, dass ein paar Menschen, dass wir ein paar Menschen damit inspirieren konnten. Ja, das hoffe ich auch. Ich danke dir vielmals und ich sag mal auf bald. Jawohl, auf bald. Also, tschüss. Tschüss.